Was gestern passiert ist an der Wall Street, das kann man durchaus wahrscheinlich als Attacke auf die Wall Street bezeichnen, und zwar von einer Generation von Tradern, die noch nie einen wirklichen Crash miterlebt haben, die also die Dotcom-Blase nicht miterlebt haben und vor allem deren Platzen und die vor allem die Finanzkrise noch nicht wirklich bewusst mitgekriegt haben und vor allem deren Folgewirkungen, und die glauben jetzt, sie sind unbesiegbar. Das sehe ich auch in den Kommentaren auf meine YouTube-Videos. Was redet der Boomer da? Damit meinen sie diese Baby-Boomer-Generation, zu der ich nicht ganz gehöre, aber Schwamm drüber. Jedenfalls sehen wir, dass diese Attacke durchaus Folgewirkungen hatte. Ein Hedgefund ist fast umgekippt, und wir sehen, dass das die Märkte instabil macht. Gestern massiver Abverkauf an der Wall Street, mal zwischendurch fast 3% ging es nach unten zwischendurch. Ich hatte es gestern im Marktgeflüster gesagt, und viele haben sich gefragt, was war das, was ist da passiert, warum ging es da gute 60 Punkte etwa oder um und bei 60 Punkte in Windeseile nach unten beim S&P, über 300 Punkte beim Nasdaq und so weiter und so fort. Und manche haben gesagt, ja, die Fed, die wird jetzt mal bald einen Warnschuss abschießen, weil eben die Exzesse an den Märkten immer krasser werden. Margin Debt, diese Specs, diese Börsenmäntel, diese Exzesse mit Optionen in Einzelaktien, fragwürdige Erklärung, denn es ist so, die meisten Fed-Mitglieder profitieren direkt in ihrem persönlichen Portfolio von solchen Entwicklungen, wie zum Beispiel Jerome Powell. Dementsprechend werden sie diese Blase nicht anschießen. Das Problem ist, die Blase wird immer größer, und das erschwert das Handling dieser Blase. Also wenn man praktisch hier mal den Geist aus der Flasche lässt, wie kriegt man ihn wieder rein? Das ist die große Frage. Nein, was wahrscheinlich der Auslöser war, das hat JP Morgan gestern nochmal klar gemacht. Die Märkte hatten einen volatilen Tag. Hier der S&P 500 in einer 160 Basispunkte Intraday Move, Nasdaq und so weiter. Caused by funding issues for retail investors. Also ausgelöst durch Margin Calls bei Retail-Investoren, denn diese Aktie von GameStop zum Beispiel, einer der Profiteure gestern oder einer der Aktien, die von diesen Reddit-Anhängern, von diesen Social-Media-Tradern dieser jungen Generation nach oben gezockt wurden, die ist dann auch wieder massiv nach unten gegangen. Und wer zu spät einsteigt, der hat dann nicht GameStop, sondern GameStonk. Der hat also ein Problem, und da hatten gestern offenkundig einige ein Problem. Wir sehen hier diese maßgebliche Reddit-Gruppe Wall Street Bets. Hier schreibt zum Beispiel einer: How do you guys manage to win so big? It made these old guys drawn in their tears. Also wir Jungen, wir haben so fett gewonnen gestern, und die alten Jungs, die haben richtig auf die Mütze gekriegt. Das ist so ein bisschen der Sturm aufs Kapitol 2.0, könnte man sagen. Jetzt eben der Sturm auf die Wall Street. Das ist letztendlich eine Art Flashmob, kann man sagen. Hier sehen wir nochmal die Trending-Begriffe an Wall Street Bets, also bei diesem Thread bei Reddit, the GME, das ist GameStop, BB, das ist Bed Bath & Beyond, eine Aktie, die gestern massiv gestiegen ist, Palantir, Tesla, immer wieder diese Namen, GameStop, Palantir, Tesla, Apple, GameStop und so weiter, ob als Penny Stock oder Trending on Stocks. Also wir sehen, das ist richtig ein Massenphänomen geworden, und das traf jetzt auf eine Situation, wo viele Hedgefonds eben genau solche Werte short halten, und die sind ja auch verpflichtet, ihre Positionen durch die sogenannten 13K-Filings zu publizieren. Das heißt, man weiß, welche Positionen diese Hedgefonds zum Beispiel short haben, und da ist vorwiegend eben eine GameStop hier prominent mit 151,8% Short Interest auf Float. Also es gibt einen Mangel an Aktien, erinnern wir uns, ähnlich wie damals Volkswagen, Porsche, diese Konstellation, damals als Volkswagen über 1000 Euro stieg, mal ganz kurzzeitig, da versuchten dann Shortseller, die Volkswagen geschortet hatten, mit allen Mitteln irgendwie diese Aktie zurückkaufen zu können, zu müssen, denn der Verlust wurde immer größer für diese Shorties damals in Volkswagen, und so ist es eben für diese Hedgefonds auch, die können unbegrenzt verlieren, wenn die Aktie
unbegrenzt nach oben geht, und das ist gestern passiert eben. Hier zum Beispiel Bed Bath & Beyond, viele andere, National Beverage Corporation, und normalerweise haben wir eine sogenannte Short Ratio, also eine Quote von Short Interest, also von geschorteten Aktien zu dem gesamten Float, also den verfügbaren Aktien, von maximal 40-50%. Hier sehen wir diese extremen Short-Quoten und wir sehen das erste Opfer, nämlich Melvin Capital musste gestern durch eine Finanzspritze offenkundig vor dem Umkippen respektive dem ultimativen Margin Call bewahrt werden, nachdem viele der Aktien, die Melvin Capital geschortet hatte, eben massiv gestiegen sind, und da musste Citadel und Point 72 2,75 Milliarden Dollar an Geldspritze da rein investieren. Warum Citadel? Citadel hatte vor einiger Zeit schon mal 1 Milliarde investiert, ist also beteiligt an Melvin Capital. Und jetzt ist brisant, dass Citadel ja eigentlich ein Hedgefonds ist, der gerade von solchen Plattformen wie Robinhood und anderen den Orderflow kauft. Das heißt, die sehen in Echtzeit, was die Leute gerade zocken, und sehen also schon sehr früh, was da sozusagen sich aufbaut, was da sich praktisch ankündigt. Die kaufen also diesen Orderflow von Robinhood und retten jetzt jemand, der im Prinzip ein Opfer von Robinhood ist oder respektive solcher Neo-Broker ist. Das ist schon witzig, das ist schon extrem. Hier Melvin Capital, hier 30% im Minus seit Jahresbeginn, weil man eben auf solche Werte gesetzt hat, diese Werte geschortet hat, die jetzt besonders nach oben explodieren. Hier sehen wir mal das Portfolio Stand September 30. 2020. Wie gesagt, man muss ja quartalsweise als Hedgefonds seine Position melden. Das sind Bed Bath Beyond, da ist GameStop ganz prominent, da ist National Beverage Corporation. Also diese Aktien, die gestern massiv explodiert sind, die sind da drin. Und jetzt, wie gesagt, gibt es diese Generation, die noch nie so etwas erlebt hat wie Finanzkrise, noch nie so etwas wie den Dotcom-Crash. Und die meinen also, sie sind jetzt die Allergeilsten und die Allerschlausten, und dieses Spiel geht ewig weiter. Das ist zum Beispiel die Generation Y, 1980 bis 1995, aber vor allem die Generation Z, also die ab 1996 geborenen. Die glauben, sie sind jetzt die Allergeilsten, die Allerschlausten, und sie werden jetzt hier den alten Säcken, den weißen alten Männern, so wie ich. Ich bin jetzt nicht weiß, weil da fehlt mir ein bisschen die Haarpracht, aber ich könnte weiß sein, ne? Also es ist nur Zufall jetzt wegen dieser Situation. Jedenfalls sehen wir, dass diese Generation Z sich jetzt mental im Prinzip bereit macht, um mal richtig in die Fresse zu bekommen, auf Deutsch gesagt. Die werden am Ende richtig Lehrgeld bezahlen. Es ist nur eine Frage, wann. Das ist die Botschaft, die ich diesen Generation Z und der Generation Y Leuten mit auf den Weg geben möchte. Seid vorsichtig, übertreibt es nicht. Das wird eine ganz heiße Kiste werden. Man wird euch Lehrgeld bezahlen lassen. Meine Vermutung ist, dass jetzt vielleicht doch mal diese Stimulus-Aufstockungschecks kommen von 1.400 Dollar und dann die Großen mal ein richtiges Experiment machen an den Kleinfischen und denen mal richtig Geld aus der Tasche ziehen. Wir sehen hier Google Trends zum Beispiel. Die Begriffe Wall Street Bets, also dieses Forum bei Reddit, diesem amerikanischen Social-Media-Plattform. Wir sehen Short Squeeze, wir sehen Gamma Squeeze, diese Begriffe schießen nach oben. Die Leute interessieren sich dafür, man sieht es genau. Und wir sehen hier die Most Shorted Stocks aus dem Russell 3000, die sind alleine gestern massiv nach oben geschossen. Hier sehen wir, wie extrem solche Bewegungen sind. Wir sehen, dass gestern über 32 Millionen Call-Optionen gehandelt wurden. Das ist die zweitgrößte Summe ever. Wir hatten im November einen Tag, da waren es nochmal mehr, aber wir sehen, wie die Volumen hier für Call-Optionen, also für Wetten auf steigende Kurse, nach oben schießen. Und wir sehen, wie hier die Performance derjenigen Aktien ist, die am stärksten geschortet wurden. Und die sind seit März im Grunde steigen, die auch am stärksten steigen, viel deutlicher als die Märkte insgesamt. Jetzt vielleicht noch mal eine ganz kurze Erklärung, was da eigentlich passiert. Manche sind da vielleicht nicht so drin. Ich habe jahrelang bei einem Brokerage-Unternehmen gearbeitet und es geht für einen Broker darum, sich abzusichern. Wenn der zum Beispiel 100 Call-Optionen verkauft an einen Kunden und 100 Put-Optionen verkauft an einen Kunden auf irgendeinen Basiswert, keine Ahnung, eine Volkswagen-Aktie, dann ist er aus dem Risiko. Denn der Broker nimmt das Risiko normalerweise aufs Buch. Das heißt, er wettet gegen den Kunden. Wenn nun gleich viele Kunden Short und gleich viele Kunden Long stehen, dann ist das
das Risiko weg, weil sozusagen diese beiden gegensätzlichen Positionen sich ausgleichen, matchen, wie man in dieser Brokersprache sagt. Und deswegen versuchen die Broker, weil sie faktisch die Gegenposition eingehen, Überhänge von Puts, Shorts oder Calls, Longs zu hedgen, indem sie eben bestimmte Aktionen machen. Hier in Deutschland passiert das zum Beispiel bei Brokern mit CFDs. Also wenn ich eine bestimmte Summe Short-Kontrakte habe in CFDs auf den DAX und ich habe eine bestimmte Menge an Überhänge an Calls, so ist es ja meistens, die meisten Leute wetten auf steigende Kurse, dann versuche ich das über den DAX-Future abzuhedgen, damit ich aus dem Risiko bin. Denn wenn die große Gruppe Recht behält und ich wette gegen diese große Gruppe, dann habe ich ein großes Risiko. Das kann mich die Existenz kosten. Gestern mussten Broker wahrscheinlich auch sehr, sehr schwitzen, weil sie diese Aktien nicht bekamen, mit denen sie sich abhedgen wollten. Und in den USA gibt es eben keine Optionsscheine, keine CFDs. Es gibt nur Aktien, Futures und Optionen. Und diese Optionen sind für Broker extrem interessant, weil die Margen, die Renditen hier richtig groß sind. Da gibt es Zeitwertverluste etc. verschiedene Kategorien, die das interessant machen. Die Spreads, also die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs, Kauf- und Verkaufskurs. Jedenfalls ist eben für den Broker relevant, dass wenn er die Überhänge gematcht hat, dann hat er auf jeden Fall eben entweder eine Gebühr vereinnahmt durch den Verkauf der Option oder wenn keine Gebühr, dann zumindest einen Spread. Das heißt, er hat da sich einen Teil rausschneiden können und egalisiert das Risiko, indem er eben diese Überhänge auf der einen oder auf der anderen Seite matcht. Und das tut er, indem er zum Beispiel dann die GameStop-Aktie kauft, wenn er sieht, es gibt wahnsinnige Überhänge an Calls auf GameStop. Da muss er sich absichern durch den Kauf dieser Aktie, was wiederum dann die Dynamik nach oben nochmal verstärkt. Das ist der Mechanismus, der hier zum Tragen kommt. Und dementsprechend sehen wir solche Extreme. Hier Optionen im Geld, aus dem Geld. Vielleicht schauen Sie das mal nach, denn dieser Optionshandel, der wird immer wichtiger, der wird immer treibender für die Märkte, weil die Broker gezwungen sind, darauf zu reagieren, sich abzusichern. Die Volumina steigen konstant in diesen Optionen und das ist ein Faktor, der wichtig ist. Ich werde wahrscheinlich demnächst mit einem Optionsexperten mal ein Interview machen auf finanzmarktwelt.de. Insgesamt, wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, sehen wir, es ist schon ein bisschen schwieriger geworden. Hier sehen wir mal die Aktien im S&P 500, die über ihrem 50er gleitenden Durchschnitt handeln. Da ist die Zahl jetzt zuletzt deutlich rückläufig gewesen. Wir sind jetzt unter 70% gefallen. Damit haben wir die zweite längste Strecke seit der Finanzkrise absolviert und beendet jetzt allerdings, wo eben mehr als 70% der S&P 500 Aktien über dem 50er Tagesdurchschnitt ist. Und auffällig auch, wenn wir uns mal praktisch jetzt unter die Oberfläche begeben, der S&P 500 hat gestern auf einem neuen Allzeithoch geschlossen, aber nur weniger als 45% der in diesem Index enthaltenen Aktien hat es über seinem 10-Tages-Durchschnitt geschlossen. Das ist nur einmal passiert in den letzten 30 Jahren, nämlich am 21. August 2020 und erst 10-mal seit dem Jahr 1928. Also wir sehen, da ist die innere Struktur vielleicht nicht mehr in Ordnung. Wir sehen hier diesen Hanging Man Kerze beim S&P 500, das ist der obere Chart. Aber man hat dann über dieser maßgeblichen Unterstützung geschlossen bei etwa 3825 und unten sehen wir den Nasdaq, der auch einen Hanging Man zeigt, allerdings eben auch über dem Aufwärtstrendkanal geschlossen hat, die Charts von Michael Silver. Hier sehen wir mal, beim Nasdaq ist die Struktur etwas robuster noch, das sind über 93% der Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Auf der anderen Seite sehen wir hier Insiderverkäufe extrem mit einem Faktor, der deutlich die Insiderkäufe weit übersteigt, also die Insider scheinen ein bisschen skeptischer zu werden, aber das ist alles nicht so ernst zu nehmen, meine Damen und Herren, denn Aktien steigen immer. Und wir haben die Performance, wenn ein neuer Präsident im Office ist, dann geht es normalerweise so ab Anfang Februar nach unten, diesmal natürlich nicht, denn diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. JP Morgan warnt jetzt, könnte sein, dass wir nur 900 Milliarden an Stimulus sehen, statt 1,9 Billionen. Aber auf der anderen Seite hat Mitch McConnell jetzt offenkundig mit den Demokraten ein Bündnis geschlossen. Man verträgt sich gut, man hat ja auf der anderen Seite die radikale Opposition durch Donald Trump gewisserweise. Jedenfalls erhöht das die Chance, dass man sich hier einigt zwischen Demokraten, US-Demokraten und US-Republikanern, so muss ich es heißen, meine Damen und Herren.
dass man sich einigt, dass die Republikaner mitmachen bei irgendeiner Form von Distemolos. Also, meine Damen, das soll es gewesen sein. Wir haben gestern eine Attacke der Generation Z auf die Wall Street gesehen. Und ich glaube, die alten weißen Männer werden sich das nicht gefallen lassen, denn die haben noch mehr Firepower. Die sind natürlich überrascht über diese Kraft, die diese Generation Z mit sich bringt. Aber das passiert eben durch Optionen, die sehr günstig sind, in der Regel weit aus dem Geld sind. Dadurch entstehen plötzlich eine Kraft, die solche Hedgefonds in Schwierigkeiten bringt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die innere Struktur der Wall Street zeigt schon erste Risse. Wir werden sehen, ob dann heute Microsoft, heute AMD, ob dann morgen vor allem Tesla, Apple, Facebook, was die Zahlen bringen. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.